Amen. Ihm gebührt die Ehre, der Lobpreis, der Dank. Lange waren wir nicht mehr hier. Wir waren etwas abgelenkt durch Probleme in der Familie. Aber wir haben erkannt, ich zumindest, ich denke meine Frau auch, dass wir dem Herrn viel näher sein müssen, als wir es waren, weil wir erkennen, dass die Stunde nahe ist, wo er kommen wird, wo er uns nehmen wird, wo er uns vereinen wird. Wir brauchen nur in die Welt zu gucken, was wir da sehen. Da wird es immer schlimmer mit dem, was der Feind die Menschen erlaubt. Aber, und das ist der Vers, der mir vorhin der Herr gegeben hat, im Römerbrief, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, Kapitel 8, Vers 31, dort heißt es: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir müssen uns das genau anhören, was der Herr hier sagt. Wer kann gegen uns sein? Wir waren, der Bruder hat es erwähnt, in der Slowakei und ich hatte große Bedenken. Wir sind morgens um 6 Uhr für mich mitten in der Nacht losgefahren. Um Gottes Willen, wir wollen uns um 9 Uhr treffen. Das wird nichts. Die Autobahn, da sind so viele Baustellen, das. Und wir haben, der Bruder Stavro und der Bruder Thomas, die waren bei mir im Auto, wir sind gefahren und wir haben gesprochen über das Wort, über den Herrn, über unsere Erfahrungen und irgendwann gucke ich auf die Uhr und sage, wie, 7:30 und wir sind in Nürnberg, wie geht das? Ich bin also jetzt nicht so, wie ich oft fahre, relativ schnell, ganz gemütlich gefahren und wir waren um 8 Uhr, viel zu früh, am Treffpunkt, weil der Herr die Wege geöffnet. So war es auch heute, wir sind gekommen, also um Gottes Willen. Ferienzeit, Stau, nichts, frei, als wäre es irgendwie schlechtes Wetter. Und da habe ich dem Herrn gedankt für, weil er macht das, er macht die Wege frei. Warum? Wie es der Bruder gesagt hat, wenn wir nach dem Herrn trachten, dann wird er nicht sagen, jetzt musst du erst nochmal die Aufnahmeprüfung machen, dann musst du zeigen, dass du das kannst, dass du das kannst. Nein, dieser Wunsch, mit dem Herrn zu sein, wenn wir ihn im Herzen haben, der langt. Der langt, dass er uns alle Türen öffnet, wie der Bruder es gesagt hat. Wenn die Kinder zu uns wollen, sind ja viele oder eigentlich hat jeder Kinder, ich glaube nicht, dass jemand sagt, nö. Der einzige Tag, an dem ich Nein sage, wenn die Kinder zu uns kommen wollen, ist Sonntag. Da sind wir in der Gemeinde im Abendmahl und sagen, ihr könnt gerne kommen, aber ihr müsst mitfahren in die Gemeinde. Das wollen sie noch nicht. Der Herr möge es segnen, dass sie es irgendwann erkennen, weil wir haben nur diese eine Chance. Wie sehr uns der Herr liebt, können wir im Johannesevangelium nachlesen. Das ganze Evangelium ist ein Wort der Liebe, die der Herr für uns hat. Aber wenn wir uns angucken, was im 17. Kapitel steht, das Gebet des Herrn für uns, diese innige Fürbitte, die er zum Vater spricht. Ich weiß nicht, ob ich je für die Kinder so sehr gebetet habe, so innig, oder ob einer von euch für die Kinder so sehr gebetet hat, wie der Herr hier für uns vor dem Vater bittet. Nicht nur für seine 12 Jünger, die damals mit ihm waren, sondern auch für uns, die wir später zum Herrn gekommen sind durch das Wort der Jünger. Geschwister, dieses Wort, wer kann gegen uns sein, wenn der Herr Jesus Christus mit uns ist? Je länger ich beim Herrn bin, desto mehr erkenne ich die Bedeutung dieses Wortes, weil kein Mensch kann uns irgendetwas antun. Sie versuchen es, natürlich. Das ist, wie sagt man in der Welt, Mitleid bekommst du geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten. Sie sehen, dass wir fröhlich sind, dass wir Freude haben, dass wir Frieden haben und sie beneiden uns darum. Die Menschen suchen draußen nach Frieden. Sprichst du mit ihnen? Ja, Friede und Liebe. Ach, ich suche so eine liebe Frau. Ja, komm zum Herrn. Der gibt dir alles. Wenn du beim Herrn bist und glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich war so damals da, ich wurde hier getauft vom Bruder Savas und er fragte mich, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Sag ich, ja, glaube ich. Keiner von meinen Bekannten konnte es verstehen. Du, Ingenieur, gebildet, glaubst du? Ja. Weil, es steht ja auch im Wort, es wird durch Nachdenken wahrgenommen. Weil wenn wir uns anschauen, was die Welt ist, das hat kein Zufall geschaffen.
Kann nicht sein. Weil alles repliziert sich selber. Wieder, es kommt immer das Gleiche raus. Wenn also wir Kinder machen, da kommt nicht irgendein Fisch raus. Also ich habe es noch nie gehört, ich weiß nicht, weil das müsste ja passieren. Also zwei Fische und dann kommt irgendwie ein Elefant und dann kommt irgendwie ein Mensch. Geht nicht. Von daher, wenn man darüber nachdenkt, mal wirklich darüber nachdenkt, sagen wir, alles Käse. Aber wir müssen erkennen, wenn wir es erkannt haben, was dann unsere Pflicht ist. Ich sage es, es ist unsere Pflicht. Wenn wir erkannt haben, dass alles von Gott gekommen ist, dann müssten wir auch erkennen, dass wir von Gott gekommen sind mit unserer Seele und müssen eigentlich alles daran setzen, diese Seele, die wir vom Herrn bekommen haben, die jeden Einzelnen von uns einzigartig macht, wieder zu ihm zurückzubringen, wenn die Stunde kommt. Manche sind uns vorhergeeilt, weil sie der Herr mehr liebt vielleicht als uns. Nein, wir wissen nicht, warum sie früher gegangen sind. Aber wir müssen daran denken, dass wir eine Verantwortung haben. Der Herr hat viel gelitten. Wir können uns das nicht vorstellen, Geschwister, am Kreuz zu hängen. Wenn ich mir mal auf den Finger haue, wenn ich irgendwo mal aus Versehen was arbeite und haue da mit dem Hammer drauf, das tut weh, da kommen einem die Tränen. Und dann überlegen wir uns das. Hier rein, zwei Nägel, gegeißelt, geschlagen. Bei Jesaja steht, er war nicht mehr zu erkennen. So haben sie ihn geschlagen. Heute würden wir sagen, weiß nicht, wie man das heute nennt, verprügelt. Nein, zusammengeschlagen, glaube ich, nennt man das. Er war nicht mehr zu erkennen. Das hat er für uns, damit wir den Weg finden können, hat er das für uns getan, damit wir erkennen, welche Liebe das ist. Wer würde das von uns machen? Wer würde sich so misshandeln lassen, um dann hinterher zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt können sie mich lieben. Und was ist passiert? Sprich mal heute über Christus. Über Gott, ja, kannst du reden. Christus? Nee, das wollen wir nicht hören. Das ist alles gelogen. Wir haben das Grab gefunden von ihm und seiner Frau. Jo, schön. Ich weiß nicht, wer da drin liegt. Gott möge ihnen Gnade schenken. Aber hier steht, hier. Er hat kein Grab. Er brauchte keins, er ist nämlich wieder auferstanden. Also wie kann man dann ein Grab finden? Man kann ein Grab finden, wenn man es finden will und dann dem Menschen irgendwas verkaufen will. Deswegen, Geschwister, wir müssen dem Herrn so dankbar sein, wie der Bruder es gesagt hat. Wir sind in die Slowakei gefahren, 17 Stunden. Morgens um 6, also wir sind um 6 losgefahren und wir waren um abends um 11, waren wir beim Bruder Martin mit viel Stau und jedes Mal fragten mich die Geschwister, kannst du noch fahren? Ich bin die ganze Strecke gefahren. Wir sind doch mit dem Herrn, ist alles gut. Weil der Herr gibt Kraft. Der Herr gibt Kraft. Und dann haben wir uns noch unterhalten, der Bruder Leftel und ich, wie fahren wir zurück? Wieder die 17 Stunden, um Gottes Willen, dass die Navigation sagt 15. Oder sagte, nein, wir fahren da. Und ganz plötzlich waren wir also in knapp 12 Stunden mit Pausen zu Hause. Ich weiß also auch, wie man den Benzinverbrauch von 8 auf 13 Liter kriegt. Aber der Herr hat uns die Wege geöffnet. Und der Herr war auch dann mit uns, weil wir sind alle wieder wohlbehalten angekommen. Und wir haben Freude gekriegt, als wir in Kosice waren. Plötzlich eine zweite Stelle, wo sich Geschwister sammeln. Da haben wir Freude. Wir haben, wie der Bruder schon sagte, ein kleines Problem mit der Sprache. Aber da hat uns der Herr Gnade geschenkt. Es ging schneller, weil sie hatten einen Bruder in Kosice, der Deutsch sprach. Mit dem Dialekt, dem pfälzischen Dialekt von Bruder Thomas, als er sein Zeugnis gab, hatte er ein bisschen Probleme. Und das sei ihm verziehen. Aber es war einfacher, weil er konnte es übersetzen ins Slowakische. Wir mussten nicht erst den Weg über Griechisch gehen. Von daher hat er auch uns dann übersetzt und er hat das sehr gut gemacht. Und wir sehen, dass auch da Geschwister sind, was mich sehr beeindruckt hat. Ein Bruder, ich guckte ihn so an, der sieht jetzt aber nicht aus wie ein Slowake. Er war, ich weiß gar nicht, ob er Slowake war, er war Jude. Und im Gebet wollte er also seine Kippa aufsetzen und dann habe ich gemerkt, irgendeiner hat ihm Schubs gegeben, weil bei den Juden war das ja früher so. Und im Wort steht, nein, ein Mann soll unbedeckt beten. Aber er hat das sofort gemacht und er hat geleuchtet. Er hat geleuchtet. Geschwister, wir sehen in diesen Tagen Dinge, die wir vielleicht vorher nie geglaubt hätten. Wir hätten nie geglaubt, dass das passieren kann, weil es sind die letzten Tage. Der Herr hat immer wieder in jeder Gemeinde, glaube ich, ob hier, ob in Leonberg oder bei uns in Bensheim, beinahe hätte ich Griesheim gesagt, Bensheim, wir hören alle das Gleiche, weil es ist ein Geist.
Der Herr ist ein Geist und wir haben den Vorteil, dass der Herr nicht mehr unter uns ist. Jetzt wirst du sagen, Bruder, geht's noch? Ja, es geht noch. Weil wenn der Herr hier wäre, noch lebendig auf Erden wandeln würde, wo wäre er denn? Vielleicht morgen in Jerusalem, übermorgen in, keine Ahnung, Tel Aviv. Aber dadurch, dass er den Geist gesandt hat, ist er überall, immer, überall mit uns. So könnte er nur als einer irgendwo sein. Dadurch, dass er uns diese Gnade geschenkt hat, dass wir den Geist Gottes haben, der uns leitet, haben wir immer, jeden Tag, überall auf dieser Welt, wenn wir an Herrn glauben, die Gemeinschaft mit ihm, Geschwister. Und das ist ein Geschenk. Wir können den Wert gar nicht erachten, wenn wir glauben. Viele achten es gering, weil sie nicht glauben. Wir beten für diese, dass sie vielleicht Errettung finden, dass sie erkennen, was der Herr getan hat. Wir könnten so viele Zeugnisse sagen, die in den letzten Tagen in der Slowakei auch passiert sind, wo wir sagen, wow, toll, was der Herr für ein Werk macht. Und deswegen werden wir nicht müde, in diesem Werk weiterzukämpfen, werden wir nicht müde, wenn sie uns auslachen, wenn sie uns vielleicht beschimpfen. Nehmen wir es hin, so wie die Apostel, die dann dem Herrn gedankt haben, dass sie Schimpf und Schande erleiden durften für ihn. Ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht lachen sie mich aus, ich kann damit leben, aber geschlagen oder sowas hat mich noch keiner. Aber freuen wir uns drauf, dass wir am Ende des Weges mit dem Herrn sein wollen. Amen.